Hallo liebe Dellenmänner, herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Heute vom Loschplatz und der neu eröffneten Imbissbude von Thomas Köhn. Thomas Köhn hat sich hier einen idealen Standort ausgesucht und im Moment ist ja auch der Loschplatz im Fokus des Interesses, weil es darum geht, Edeka XXL oder Ausbau vom Loschplatz. Zurzeit geistert ja noch die Idee durch die Stadt, dass auf dem ehemaligen Gelände der Rhombusrollen ein großer Edeka XXL entsteht, also ein Lebensmittelmarkt, der also größere Ausmaße annimmt, wo man also ein Vollsortiment bekommt, wahrscheinlich eher ähnlich wie im Thunmarkt. Was halten Sie von Edeka XXL? Ich bin also ein bisschen, ich habe so eine zwiespältige Meinung. Also außerhalb schon einen dritten Edeka oder einen zweiten, ich weiß nicht, ob es einen dritten geben soll, finde ich ein bisschen sehr viel. Und ja, ich glaube, dass die Kaufkraft in diese Richtung geht. Also eher dagegen? Eher dagegen, ja. Ja klar, am besten noch mehr Geschäfte. Noch, ja klar, mehr Diskotheken bauen und sowas all. Also kein Lebensmittel? Doch, Lebensmittel und so mit Anziehsachen und so, ja. Das wäre also gut? Ja, das ist gut, ja. Das wäre also pro XXL? Pro XXL, genau. Es gibt nur noch den Lidl, den Aldi so gesehen, alles nicht in unmittelbarer Nähe, wenn man hier in der Stadt wohnt. Also schlecht. Nee, absolut nicht, weil ich einfach denke, die Bevölkerung muss halt relativ zeitortnah einkaufen können. Hier werden überall betreute Wohnungen aufgebaut. Und wo gehen die alten Leute einkaufen? Gute Frage. Bis da oben rauf laufen die nicht, da müssen die wieder mit dem Bus fahren, da müssen die Sachen schleppen. Hier können sie um die Ecke gehen. Ich finde es unmöglich, was die Stadt macht. Also würdet ihr das begrüßen, wenn XXL kommt? Ja, klar, warum nicht? Manchmal ist es auch schön, nochmal seine eigene Meinung sagen zu dürfen. Das will ich jetzt hier zum Thema XXL auch mal tun. Ich glaube, dass wir in Wermelskirchen mit dem TUM, dem Aldi, dem Lidl, dem Norma hier auf dem Loschplatz und den beiden Märkten in Belten und in Tente, die sind von Edeka, schon eine relativ große Auswahl an Lebensmitteln haben. Natürlich kann es dem Bürger nie genug sein, aber ich meine, wir sind nicht zwingend darauf angewiesen, dass dieser Edeka XXL kommt. Denn die goldene Frage lautet immer, wird die Innenstadt dadurch belebt oder passiert genau das Gegenteil? Im Moment ist noch nicht spruchreif, es ist noch kein Kauf abgewickelt und auch noch keine Baugenehmigung erteilt, aber die Stadt Wermelskirchen in Form des Rates könnte die Bezirksregierung möglicherweise umstimmen, indem sie pro XXL votet und dann möglicherweise auch die Bezirksregierung umstimmt, weil der XXL, Edeka XXL, würde rein bautechnisch nicht in den Innenstadtbereich fallen. Da sind wir auch beim Thema hier. Wir stehen ja hier auf dem Loschplatz. Auch hier sollte einiges passieren. Es ist nichts passiert. Aus meiner Sicht aber gar nicht schlimm. Wir haben hier einen ganz wichtigen, großen Parkplatz, denn verfolgt die Diskussion auch in allen möglichen Medien, auch den sozialen. Wermelskirchen besitzt ja viel zu wenig Parkplätze. Aber hier sieht man, da ist noch Luft. Hier ist Parkraum satt, mitten in der Innenstadt. So, jetzt kriege ich einen lecker Jägerschnitzel hier vom Curry Köhn und ich kann euch sagen, am Samstag, wo wir schon bei großen Märkten sind, war ein Team für WDR2 für eine Stadt im TUM und hat Unterschriften gesammelt, denn wir wollen ja dieses Jahr wieder mitmachen. Liebevoll gesponsert von... Also das Ganze, die T-Shirts wurden wieder gesponsert von... Von wem auch? Tim Burkhardt von Shirtwood, der sitzt nämlich über dem TUM. Wermelskirchen soll Fairtrade-Stadt werden. Darüber hat der Rat heute abgestimmt und sich mehrheitlich dafür entschieden. Und ich denke mal, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu hören. Am Wochenende war unter anderem das Grillfleisch komplett ausverkauft, wie unser Kameramann Dirk Stöcker festgestellt hat. Was gibt es denn jetzt für Veranstaltungen an diesem Wochenende und... Da könnte ich, glaube ich, jetzt einen ganzen Tag drüber erzählen. Die AOK lädt am 13. ins Bürgerzentrum ein zum Thema Reizdarm. Mit Vortrag mit anschließender Diskussion. Wer da noch Lust hat, kann also noch in die Cut gehen. Da läuft Texas Heat am 14. Am 14. und 15. läuft dann noch eine Sonderveranstaltung der Gemeinschaftsgrundschule Wermelskirchen. Und zwar machen die Kinder Zirkus. Das wird bestimmt spannend. Allerdings weiß ich noch nicht, ob wir da drehen können.
Am 15. läuft dann auch noch Mr. B. Fetch im Alfken. Und wer dann noch nicht genug hat oder eine andere Veranstaltung wünscht, der könnte also noch ins Filmwerk gehen. Da läuft eine Veranstaltung. Tim Sander goes to WK. Im Bürgerzentrum wird eine Großveranstaltung stattfinden, und zwar die Nacht der Tenöre oder die Gala der Tenöre mit Luis Del Rio und Johannes Groß. Und ja, da gibt es sicher noch ein paar wenige Karten. Der Kulturverein lädt ein. Unter anderem gibt es dann aber auch noch das Gegenprogramm. Im Bahndamm wird es nämlich ein wahnsinnig interessantes Konzert geben mit Fiesta Mestiza. Und das findet am Samstag ebenfalls statt. Wem das noch nicht genug ist, der könnte also am 16.03. noch in die Katz zum klassischen Karaoke Night Event mit Christoph Magi. WDR 2 geht in die nächste Runde. Am Freitag, den 14. März um 11 Uhr wird hier auf dem Rathaus Innenhof eine Veranstaltung stattfinden zum Thema Joker-Aufgabe. Dazu ist es notwendig, dass 100 Menschen sich hier einfinden. Der Bürgermeister hatte die gute Idee, ein paar Verwaltungsangestellte zusammenzutreiben. Insofern fehlt nicht ganz so viele Leute, aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr an diesem Freitag um 11 Uhr hier euch einfindet, um mit der Stadtspitze gemeinsam möglicherweise diese Joker-Aufgabe zu lösen. TV-Magazin, live aus von Wermelskirchen, vom Imbiss Hürikön hier in Wermelskirchen, am Loschplatz. Ich würde mich freuen, euch auch hier mal zu sehen. Dankeschön. So, ist Wermelskirchen super oder langweilig? Langweilig. Nein, die Frauen sind schön. Ja. Es würde ja also schon reichen, nur in Wermelskirchen zu ziehen. Oh, um Gottes Willen, nein. Doch. Nee, ganz bestimmt nicht.